Es ist super spät, es ist kurz nach 11, meine Damen und Herren. Darum kurz vorm Schlafen gehen, aber irgendwas Privates. Ich hatte einen super schönen Urlaub. Also, nee, obwohl, eigentlich, nee, der war eigentlich überhaupt nicht schön, der Urlaub. Eine Katastrophe nach der anderen, ehrlich gesagt. Ich wollte nach Norditalien fahren im Urlaub. Schöne Flusskreuzfahrt über den Po. Aber der Po war staubtrocken. Also sind Francesco und ich mit unseren Ducatis runter nach Südfrankreich. Irgendwie Surfcamp am Cap Ferret. Hang loose, einfach so ein kleines bisschen. Leider hat es da komplett gebrannt, rund um unser Yoga-Retreat. Das war echt super nervig. Es ist super nervig, wenn man im Urlaub zugucken muss, wie die armen Einheimischen versuchen, die gigantischen Feuerwände zu löschen. Wir mussten echt viel Chardonnay trinken, damit uns die Austern noch schmecken. Das war echt nicht schön. Und darum sind wir dann zum Runterkommen mit unserer Diamond DR62 nach Barcelona geflogen. Wollten schön im Soho-Haus uns ein paar Gin Tonic reinschrauben. Da passierte die größte Katastrophe. Im beliebten Urlaubsland sind die Eiswürfel knapp. Die erhöhte Nachfrage aufgrund der Hitzewellen und die Steigerung der Produktionslagerungs- und Transportpreise führten zu einem Eiswürfelmangel, der immer größer wird. Eiswürfelmangel in Spanien, how dare you? Ich bin echt so froh, dass ich wieder in meinem Deutschland bin. Hier ist alles normal, hier ist alles wie immer. In Deutschland läuft's doch, in Deutschland läuft's, oder? Was wir lange nur aus anderen Ländern kannten, bringt der Klimawandel auch nach Deutschland. Es regnet zu wenig, deswegen wird in manchen Gegenden Wasser rationiert. Ja, ey, aber entspannt euch mal. Europa erlebt ja nicht die schlimmste Dürre seit 100 Jahren. Europa erlebt schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Seit 500 Jahren? Hey, da hat das ZDF-Magazin Royal ja direkt wieder ein richtiges Gute-Laune-Thema zum Beginn der Staffel. Genau, der Kampf ums Wasser. Es geht heute um unsere hochneurotische deutsche Beziehung zum Wasser. Wenn man, so wie ich, jeden Tag verträumt beim Zähneputzen auf den laufenden Wasserhahn guckt, da könnte man ja eigentlich denken, hä? Wieso Kampf ums Wasser? Wieso Dürre? Wasser gibt's doch in Deutschland eigentlich genug? It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you? Okay, danke schön. That's ridiculous. It rains a lot. Ja, Elon Musk und der regenpolitische Sprecher der CDU, das war noch letztes Jahr. Da war Water Everywhere in Brandenburg. Hat Elon Musk mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes gesagt, dessen Körper 99% des Sonnenlichts reflektiert. Ich meine, mehr kann man nicht machen als Milliardär gegen die Erderwärmung. Elon Musk hat gesagt, es ist Water Everywhere in Brandenburg. Aber wie das eben so ist mit Sachen, die der reichste Kammerbär der Welt so sagt. Elon Musk sitzt auf dem Trockenen. Brandenburg geht das Wasser aus. Die ersehnte Ansiedlung von Tesla könnte das Problem verschärfen. No, it doesn't rain a lot, Elon. Brandenburg ist trocken, sehr trocken. Und Berlin erst recht. Berlin kämpft mit massiver Trockenheit, wenn selbst die Spree rückwärts fließt. Hey, Mr. Musk, the Spree runs backward, like you when you see a Gewerkschaft. Aber zugegeben, ey, wenn ich ein Fluss wäre, der durch Berlin müsste, ich würde auch rückwärts wieder rausfließen. Danke, Ben Zucker. Die Spree hat zwei Probleme. Berlin, ist ja klar, und kein Wasser. Und die Spree ist nicht der einzige Fluss mit Problemen. 300 Tonnen tote Fische in der Oder. So sieht der Rhein aus. Und das hier ist die Ahr, der Fluss, der letztes Jahr 130 Menschen in den Tod gerissen hat. Dieses Jahr ist das Wasser weg. Und das ist das neue Normal auf der ganzen Welt. Entweder regnet es gar nicht oder in tödlichen Massen. In Pakistan sorgt starker Monsunregen weiter für verheerende Überschwemmungen. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf mehr als 1000 gestiegen. Immerhin gab es diesen Sommer wenigstens eine lustige Meldung zum Thema Wasser. Blindgänger im Po entschärft. So, weil Po ist ja ein ausgetrockneter Fluss und auch der Po. Deswegen ist das lustig. Also deswegen hier, spontanes Brainstorming. Komm her, Gags, Gags, Gags. Blindgänger im Po, Miguel, was ist dein Take? Komm. Muss ich? Ja. Blindgänger im Po, Mexiko. Sehr gut. Hotzo, was könnte das Internet lustig finden? Komm. Lieber ein Blindgänger im Po als einen als Finanzminister. Politisch. Caro, dein Gag, komm. Blindgänger im Po oder wie man im Vatikan sagt, pssst. Köstlich. Blindgänger im Po. Ja. Wassermangel doch einfach mal mit Humor nehmen. Wo waren wir? Worum ging es genau? Es ging um, in Deutschland herrscht ein Kampf ums Wasser. Es klingt erstmal überraschend, aber mit Wasser ist es ein bisschen so wie mit Spesenabrechnungen von Patricia Schlesinger. 0,0 besorgniserregend, bis mal jemand genauer hinguckt. Aber auch irgendwie schön zu sehen, dass der RBB doch so schnell einen neuen Intendanten gefunden hat. Alles Gute, Herr Pittiplatsch. Toi, toi, toi. Während wir uns im Sommer über den RBB kaputt gelacht haben, tobt der Kampf ums Wasser in Deutschland. In den vergangenen 10 Jahren haben die gerichtlichen Konflikte um Wasser im Vergleich zu den 10 Jahren davor in 11 von 16 Bundesländern zugenommen. Zum Teil drastisch.
Behörden, Landwirtschaft und Industrie zanken in Deutschland immer häufiger vor Gericht wegen Wasser. Ist das schon der Kampf ums Wasser? Das ist der Kampf ums Wasser. Das ist der Kampf ums Wasser, ja. Ja, der geht jetzt los. Ja, der Kampf ums Wasser, der geht nicht jetzt los. Der Kampf ums Wasser, der läuft bereits seit langem. Und das Schöne, der größte Verlierer steht auch schon fest. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Ah, no kink-shaming, Robert, aber bald kann Deutschlands berühmtester Minutenduscher froh sein, wenn überhaupt Wasser in der Toilette ist, wenn er nach einem anstrengenden Interkontinentalflug einen Schluck aus der Schüssel braucht. Damit wir alle beim Thema Wasser auf demselben Stand sind. Wir müssen vielleicht ein paar Basics erklären. Ich habe allerdings jetzt keine Zeit dazu, weil ich möchte gerne 1 Minute und 34 Sekunden ein bisschen von Robert Habeck träumen. Kann das vielleicht darum mal, also Wasser-Basics erklären, vielleicht jemand anders mal machen? Vielleicht mal? Boah, echt jetzt? Wasser? Also, Wasser ist halt wichtig. Ohne Wasser gäbe es den hier nicht, den Kollegen auch nicht und den hier schon gar nicht. Wasser ist manchmal flüssig, manchmal dampft und manchmal voll kalt. Sass. Trotzdem bleibt immer gleich viel davon da. Wollt ihr wissen, warum? Ja! Echt? Oh, nee. Also Wasser verdunstet, Wolken treffen auf kalte Luft, bla bla, kondensier, Regen, Schnee, Aquaplaning. Das Wasser landet in Flüssen, Seen und Grundwasser. Wasserkreislauf halt. Wie bei der Sendung mit der Dings. Ratte. Es gibt ein Problem auf unserem Planeten. Beispiel Welpe. Weil der so süß ist, trinkt er nur Süßwasser. Wasser gibt's auf der Erde zwar wie Sand am Meer, aber nur knapp 3% davon ist Süßwasser. Ganz schön wenig. Oder Arschloch? Ja, und es wird immer mehr Süßwasser verbraucht und immer weiter verunreinigt. Und Klimakrise ist ja auch noch. Und die hat Folgen für den Wasserkreislauf. Die Hitze trocknet die Böden aus, es regnet seltener und wenn da mal Regen fällt, dann gleich so viel, dass Armin Laschet sich kaputt lachen muss. Sad. Die trockenen Böden nehmen schlecht Starkregen auf, das Wasser fließt schneller ab, zum Beispiel ins Meer. Dahin, wo auch die Leute auf der AIDA reinkotzen. Ekelhaft. Immerhin schmelzen nicht die Gletscher, unsere wichtigen Süßwasserreserven. Boah, Leute, macht ihr mal weiter. Ja, ach so, ja, gerne, dankeschön. Aber spätestens seit diesem Sommer wissen wir, die verdammte Klimakrise passiert eben nicht irgendwo weit weg, sondern leider direkt hier bei uns. Der Wasserrückgang in Deutschland beträgt etwa 2,5 Gigatonnen oder Kubikkilometer im Jahr. Damit gehört es zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Hä, ich dachte, in Deutschland kommt das Wasser einfach unendlich aus dem Wasserhahn, so wie Geld aus dem Geldautomaten. Dass wir in Deutschland zu wenig Wasser haben, ist leider noch nicht in unseren deutschen Kartoffelköpfen angekommen. Was unter anderem daran liegt, und damit sind wir bei unserem zweiten großen Wasserproblem, dass Deutschland ein traditionell verkorkstes, neurotisches Verhältnis hat zu seinem Trinkwasser. Und zwar seit Generationen. Wir verstehen nur, wie wichtig Wasser ist, wenn wir es in einer schönen Glasflasche kaufen können und man uns dazu eine packende Abenteuergeschichte erzählt. Vor tausenden von Jahren, als die Natur noch rein war, nahm ein Wasser seinen Weg durch tiefes Mineralgestein bis hin zu dieser Quelle. Seltenes, ein reines Wasser muss durch einen tiefen Stein. Seltenes. Okay, weird, aber es stimmt. Opa trinkt nur Wasser, wenn es einen tausendjährigen Kampf gegen einen tiefen Stein hinter sich hat. Wasser für alle, die Stalingrad überlebt haben. Meine Damen und Herren, googeln Sie mal Selters, SS und Himmler und lassen Sie sich überraschen. Finden Sie mal selber heraus, wer vor gar nicht so lange Zeit noch Deutschlands größter Mineralwasserproduzent war und unsere deutsche Trinkwassertradition entscheidend mitgeprägt hat. Kleiner Tipp. Ja, aber das war früher. Wir Millennials, wir sind natürlich ganz anders. Ich bin ein Millennial. Wir Millennials, natürlich, wir trinken auch Mineralwasser. Hier, auch schön aus Glasflaschen. Aber beim Trinken glauben wir Millennials, dass wir mit unserem Mineralwasser nur noch kurz die Welt retten. Wir Millennials wollen mit unserem deutschen Wasser nicht mehr die Welt beherrschen, sondern nur kurz retten. Viva con agua macht Freude. Lachen, Netzwerken, Tanzen, Verbinden, Helfen. Alle für Wasser. Wasser für alle.
Lachen, Menschen, Leben, Tanzen, Wasser für alle. Viva Con Agua ist praktisch Ärzte ohne Grenzen zum Trinken. Inzwischen haben die Vision Wasser für alle, alle für Wasser mehr als 10.000 freiwillige SupporterInnen unterstützt. Mit zahllosen Aktionen und ebenso viel Spaß sammeln sie Spenden. 10.000 Freiwillige oder wie wir sie hier im Klimansland nennen, ganz, ganz stille Gesellschafter. Bist du jetzt still, bitte? Bist du jetzt bitte still? Das kann doch nur eine gute Sache sein. Okay, dass die Leute, die bei der Firma Husumer Mineralbrunnen das Wasser für Viva Con Agua in die Flaschen füllen, weder nach Tarif bezahlt werden, noch einen Betriebsrat haben. Ich meine, das ist Water under the Bridge. Gemeinnützig sein ist eben gar nicht so einfach. Dafür braucht Viva Con Agua ein wasserdichtes Geflecht aus total vielen spritzigen Social Businesses. Hier zum Beispiel die Viva Con Agua Arts GmbH für Kunsthandel. Die Mission Impact Crew GmbH für Impact Investment. Die Villa Viva Holding GmbH. Und dann gibt es da noch die Villa Viva Haus GmbH, die Villa Viva Gasthaus Verwaltungs GmbH und die Villa Viva Gasthaus GmbH und Co. KG, die gerade ein 12,5-stöckiges Hotel in Hamburg baut. Unser Wasser für alle, alle für Wasser, Wasser vermietet uns bald Hotelsuites für nur 299 Euro pro Nacht. Warum auch nicht? Viva Con Agua meint es gut. Viva Con Agua rettet mit Mineralwasser aus Flaschen die Welt. Mehr kann man doch nicht machen, oder? Würden alle Deutschen Leitungs- statt Mineralwasser trinken, ließe sich mehr CO2 einsparen, als der innerdeutsche Flugverkehr verursacht. Wie bitte? Was? Wenn wir wirklich die Welt retten wollen, sollten wir einfach aufhören, Mineralwasser aus Flaschen zu trinken? Was soll ich denn sonst trinken? Ist es schädlich, jeden Tag eine Flasche Bockwurstwasser zu trinken? Wir essen sehr viel Bockwurst, da meine Mutter zu faul ist, um zu kochen. Neuerdings bin ich dann auf den Geschmack von Bockwurstwasser aus dem Glas gekommen. Das schmeckt so fleischig und würzig. Aber meine Mutter sagt, das ist schädlich, jeden Tag eine 500 Milliliter Flasche mit Bockwurstwasser zu trinken, nachdem man die Würstchen gegessen hat. Stimmt das? Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Schalten wir darum live zu unserer Hauptstadtkorrespondentin Franka Lehfeld, die nun einen Experten im Gespräch hat. Franka, bitte. Und bei mir ist jetzt das Mitglied des Sachverständigenrats, Professor Dr. Henrik Streeck. Einen schönen guten Nachmittag. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Nachmittag. Herr Streeck, einfach mal konkret gefragt. Dieser Bericht ist ja nun doch sehr unkonkret und er ist eben auch so ein bisschen so, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, 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 so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Auf jeden Fall Maske auf beim Wurstwasser trinken. Immerhin die Jüngsten, die Gen Z, die hat es verstanden. Kein Mineralwasser mehr aus der Flasche trinken. Die trinken Leitungswasser. Und zwar hier raus. Sieht aus wie eine ganz normale Plastikflasche, ist aber in Wirklichkeit eine völlig überteuerte Plastikflasche. Oder Furzgesicht? Heute stelle ich euch ein wirklich revolutionäres Produkt vor. Ja, das ist Air Up, das neue Baby von Frank Thelen. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen gleich. Damit ist Halfpipe Frankie der Trendsetter zurzeit auf Deutschlands Pausenhöfen. Mhm. Bis September 2022 ist eine Umsatzprognose von 100 Millionen kommuniziert. Air Up ist total... Ja, was ist es denn? Wie reden denn die Kids heutzutage? Gomme Mode. Sue. Smash. Wild. Ja, danke. Air Up ist genau das, was Susanne Daubner sagt. Wer Air Up nicht gut findet, der ist gegen Kinder und Zukunft. Wir setzen uns ein für eine bessere Zukunft. Während die anderen große Reden schwingen und weiter die Welt vermüllen, gehen wir unseren eigenen Weg und sorgen Schluck für Schluck für Veränderung. Schluck für Schluck für Veränderung sorgen. Und das funktioniert folgendermaßen. Also, man trinkt bei Air Up normales Leitungswasser. Einfach normales Leitungswasser. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Damit man aber dieses normale, langweilige Leitungswasser ohne eine geile Story geschluckt bekommt, aha, gibt es hier, gibt es diese Pots. Und die muss man kaufen. Und dann macht man die auf. So, noch kurz die Plastikverpackung hier ab. Und dann, so, packt man diese Pots hier oben drauf. Und so täuscht man dann dem Gehirn vor, das Wasser habe Geschmack. Das funktioniert so ein bisschen wie beim Podcast von Precht und Lanz. Es riecht nach Substanz, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Illusion. Eine Illusion, die Welt verändert, Schluck für Schluck. Ich meine, was soll bei dem Konzept Wasser plus Riechplastik schon schief gehen? Also was? Ich mag es nicht mit Wasser, sondern mit Sprite. Mit Sprite schmeckt das leckerer. Ja, und noch besser als mit Sprite schmeckt es mit Wodka. Ganz ehrlich. Kleiner Lifehack. So. Schön fruchtig.
Wir wollen den Getränkemarkt revolutionieren und zeigen, Gesundheit und Nachhaltigkeit können Spaß machen und attraktiv für alle sein. Air Up ist wirklich mega nachhaltig und super attraktiv und wirklich, also für alle, solange eben halt bis einer mal nachfragt. Moin, hätten Sie ganz kurz einen Moment, ja. Eine Frage. Wussten Sie, als Sie in Air Up investiert haben, schon, dass Sie Ihre zentralen Versprechen nicht belegen können? Ja, weg ist er, huch! Man muss zur Entschuldigung sagen, er musste noch sein Skateboard von der Skateboard-Tagesstätte abholen. Er hatte die Zeit jetzt nicht. Lieber nicht genau hinschauen bei Air Up, okay? Weil bevor Air Up in Deutschland im Netz bestellt werden kann, werden die Geruchspots in der Türkei zusammengepoddet. Und die Flaschen kommen aus gar nicht mal so regionalem Anbau in China. Klimaschädliche Lieferketten des Todes. Hauptsache, keiner kommt auf die Idee, einfach mal normales Leitungswasser zu trinken. Naja, obwohl normales Leitungswasser wie normal unser Wasser eben so ist. Dasselbe Wasser, das hier in die Tiefe stürzt, haben vor Millionen von Jahren schon die Dinosaurier getrunken. Und auch wieder ausgeschieden. Wenn wir auf der Erde Wasser trinken, trinken wir Dinosaurierpisse. Wasser ist Dinosaurierpisse. Und das ist kein Märchen, das stimmt. Wir haben nämlich nur das Wasser, das da ist. Die Erde ist quasi sowas wie eine große internationale Raumstation. Das Wasser wird immer wieder verwendet. Wir trinken unsere eigene Pisse, beziehungsweise Dinosaurierpisse. Beziehungsweise leider Dinosaurierpisse, in die wir immer mehr reinscheißen, beziehungsweise immer mehr reinscheißen lassen. Denn unsere verkorkste Landwirtschaft und die Massentierhaltung von Kühen oder von Schweinen produzieren super viel Gülle, die als Dünger auf die Felder gekippt wird. Und so wird das Wasser verunreinigt. The circle of Scheiße. Landet jedoch zu viel Gülle auf den Feldern, sind die Pflanzen satt und das Nitrat kann ins Grundwasser sickern. Nicht nur für unsere Gesundheit, auch für die Umwelt ist Überdüngung ein Desaster. Böden versauern, Seen kippen, Fische sterben. Ist doch scheißegal, solange Avocados aus Niedersachsen so aussehen. Eine echte niedersächsische Avocado, weil wir fruchtbare Böden haben. Ey, aber... Oh, scheiße, ist die Avocado. Die Avocado ist aber, was ist? Tja. Ja. Wo war. Ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, ob man der deutschen Landwirtschaft da trauen sollte. Meine Damen und Herren, wir haben nur das Wasser, das wir haben. Und das ist leider nicht so prickelnd. Im EU-Vergleich. Deutsches Grundwasser am zweitstärksten mit Nitrat belastet. Am zweitstärksten in der EU? Vize-Europameister, wie unsere deutschen Fußballfrauen. Nutzbares Wasser wird knapp in Deutschland. Und, meine Damen und Herren, Sie sind zu Recht besorgt. Genauso besorgt wie ich. Und Sie stellen sich die Frage, das Wasser wird knapp? Sieht so in 5 Jahren der Galileo-Wasserrutschentest aus? Der Kampf ums Wasser läuft. Und der Sieger steht natürlich auch schon fest. Natürlich die Wirtschaft. 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 Entschuldigung. Ja, keine Ursache, Olaf. Das meiste vom guten, sauberen Wasser wird gebraucht für die Energieversorgung. Für Strom. Strom, den natürlich zum größten Teil wieder wer benötigt? Die Wirtschaft. 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 Entschuldigung. Ja, genau. Die Wirtschaft. RWE nutzt für seine Braunkohletagebaue knapp 500 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. So viel wie rund 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger jährlich. Und noch dazu zahlt RWE dafür deutlich weniger als die üblichen Preise. 500 Millionen Kubikmeter Wasser? Dafür müssen wir diesen Wasserhahn 63.420 Jahre ununterbrochen laufen lassen. Wie kann es sein, dass allein RWE so viel Wasser nutzen kann wie 10 Millionen Menschen? Die größten Wasserverbraucher haben häufig auf Jahrzehnte genehmigte Rechte, bestimmte Wassermengen aus dem Boden oder auch Flüssen und Seen zu entnehmen. Teilweise sind diese Abmachungen vor 20 oder 30 Jahren in Kraft getreten. Selten berücksichtigen sie die Klimakrise. Das ist nämlich der echte neue Wasserkreislauf. Die Wirtschaft darf ganz, ganz viel Wasser benutzen, um Autos zu bauen oder Hotels zu bauen oder Plastik herzustellen. Das alles geht natürlich nur, wenn man dabei ganz viel CO2 produziert, was wiederum die Klimakrise verstärkt, die dann dafür sorgt, dass in Deutschland das Wasser noch knapper wird. Ich will jetzt keine Panik verbreiten. Es gibt für unsere Bundesregierung ja zurzeit echt genug Krisen zu bewältigen. Allen voran natürlich die größte Krise zurzeit, die Zustände im VIP-Bereich bei Helene Fischer. Wir möchten auch, dass das Management jetzt kommt. Können Sie bitte jemand holen, der verantwortlich ist? Es reicht! Und dann auch noch der Kampf ums Wasser. Wir haben mal nachgefragt im Bundesumweltministerium, was macht ihr denn, wenn es jetzt bald so richtig knapp wird mit dem Wasser in Deutschland? Wem geht es dann zuerst an den Kragen?
Die Frage der Notwasserversorgung in Krisenfällen ist nicht Gegenstand der nationalen Wasserstrategie. Die nationale Wasserstrategie selbst wird die Frage der Priorisierung von unterschiedlichen Wassernutzungen daher nicht klären. Das Wasser wird knapp und das Bundesumweltministerium hat keine richtige Strategie. Wir können also entweder darauf vertrauen, dass Politik und Industrie das fair untereinander regeln. Wir können uns alle zusammentun als Bürgerinnen und Bürger und freiwillig nachts auf Wasser verzichten, damit unsere Kohlekraftwerke weiter Strom für die Autoindustrie liefern. Oder, meine Damen und Herren, wie wär's? Wir starten gemeinsam eine blutige kommunistische Revolution und verteilen dann das Wasser fair an alle, die mitgekämpft haben. Richtig gehört, liebe Weltabonnenten. Ich habe soeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einer blutigen kommunistischen Revolution aufgerufen. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Ach so, aber ganz, vor jeder blutigen kommunistischen Revolution nicht vergessen. Zähneputzen nicht vergessen. Damit der letzte Atemzug schön riecht. Meine Damen und Herren, es ist spät. Es ist Zeit fürs Bett, für Sie, für mich. Das war das ZDF-Magazin Royal für diese Woche. Bleiben Sie stabil. Wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie mögen. Tschüss, bis dann.